MENA Watch, der Talk. Lieber Dr. Matthias Künzel, herzlich willkommen bei MENA Watch. Wir freuen uns sehr, dass dieses Interview möglich ist, weil normalerweise lebst du in Hamburg. Ja. Und der Besuch hier in Berlin ist sozusagen der Anlass, dich heute hier zu sprechen. Du bist Politikwissenschaftler und Historiker. Deine berufliche Entwicklung hat aber begonnen als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der Grünen, so von 1984 bis 1988. Du warst auch Mitglied der des Kommunistischen Bundes, dann bei der K-Gruppe und hast für deren Zeitschrift Bahamas und dann danach auch für das Magazin Konkret geschrieben. Mich würde interessieren, wie hat dich diese Zeit geprägt? Welche Entwicklungen haben deine Themen und deine Werte genommen seitdem? Na, also, das ist lange her und ich bin aufgewachsen in diese Linke hinein als typischer deutscher Antizionist. Also das entscheidende Erlebnis für mich war 1972 der Terroranschlag in München. Das war mein 9-11 sozusagen. Und ich habe mir von allen Seiten die Zeitung gekauft, der Linken, die damals kursierten, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, warum dieses Attentat passierte. Und ich fand das dann ganz logisch, was Lenin dazu gesagt hatte, dass der Terror furchtbar ist, aber seine sozialen Ursachen hat. Dabei bin ich stehen geblieben und da waren natürlich die sozialen Ursachen Israel. Und was dort passiert. Was ich damals nicht wusste, ist, dass es auch so etwas wie den Holocaust gegeben hat, wo man lernen konnte, dass Antisemitismus keine sozialen Ursachen braucht. Das war mir unklar. Also von daher bin ich in einer antizionistischen Gruppe gelandet, habe mich auf dem Gebiet nicht besonders engagiert, aber das mitgetragen natürlich. Und es dauerte also sehr lange, bis ich dann gelernt hatte, dass das ein falscher Ansatz ist, dass also Antisemitismus einfach anders funktioniert als andere Dinge, die nach dem Ursache-Wirkungsprinzip leicht erklärt werden können, dass Antisemitismus eine völlig andere Dimension hat. Und der Weg dahin, der war schon etwas merkwürdig. Ich musste 28 Jahre alt werden, bevor ich die erste Jüdin in meinem Leben traf und den ersten jüdischen Menschen überhaupt. Das war in New York 83 in Harlem in einem Bus. Und das war eine sehr hübsche junge Frau, die wir kamen ins Gespräch, where are you from? I'm from Germany. Und dann sagte sie zu mir, I am Jewish. Und das traf mich wie ein Schock. Und ich habe eine Weile gar nichts gesagt und irgendwas passierte in meinem Kopf, bis ich dann schließlich rausbrach mit den Worten, warum Israel die Palästinenser so schlimm behandelt. Also das war im Nachhinein eine beschämend unglaubliche Situation eigentlich, dass in meinem Kopf als Linker, der schon über 10 Jahre in der Linken aktiv war, plötzlich die jüdische Weltverschwörung annahm. Denn was hat diese junge Frau mit Israel zu tun? Also man dachte, die Juden, das große Kollektiv. Also ich merkte richtig, wie ich da reinrutschte, in eine Schiene des Antisemitismus, sodass ich von mir behaupten kann, ich habe am eigenen Leibe erlebt, was Antisemitismus ist. Und dann durch die Hilfe von vielen, vor allen Dingen jüdischen Wissenschaftlern aus den USA, Moshe Postone und anderen, kam ich aus dieser Enge des deutschen Horizonts heraus. Der witzige Teil ist, ich bin ja hier in Berlin aufgewachsen, als Jüdin in einer nicht-jüdischen Umwelt. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft mir diese Frage gestellt wurde. Und ich mich warum Israel das so macht. Ja. Ne? Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen die darauf, dass ich ihnen diese Frage beantworten kann? Ja. Im genau. Umkehrschluss wurde ich dann sozusagen politisiert. Also mein Ansatz, den ich heute vertrete, der basiert darauf, dass ich ständig gefragt wurde, wie ich als Jüdin das, was Israel macht,
erklären kann, ja, was ich nicht konnte. Aber heute sehe ich diese Frage, mit, wie du sagst, ja, als eher eine Unwissenheit an. Ja? Ja, ja. Also nicht immer böser Wille, sondern eben auch viel Unwissenheit. Ja, ja, und so kam das. Also ja, deswegen, genau. Das konnte man dann bei 9/11 auch nochmal nacherleben. Ja, klar. Dass da auch gesagt wurde, Ursache, Wirkung, ja, die amerikanische Politik muss schuld sein. Ja. Und man hat sich nicht, ja, man hat, war nicht bereit, wirklich zu lesen, den Brief, den Bin Laden an das amerikanische Volk geschrieben hat damals, wo drin steht, wir hassen euch, weil ihr eure eigenen Gesetze macht, weil ihr demokratisch lebt, weil ihr nicht nach den Scharia-Gesetzen vorgeht. Also das wollte man nicht sehen. Und weil man das nicht sehen wollte, das ideologische Moment bei Al-Qaida, kam man auf die Idee, das muss also eine Reaktion auf amerikanische Politik sein, was gar nicht der Fall war. Also das heißt, das hat sich da wiederholt in der Linken, dieser Reflex, wobei ich dann zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank ein bisschen weiter war. Wir kommen nachher noch auf die Frage, wie genau der Islam, also wie du das interpretierst. Ich würde gerne noch zurückgehen auf deine Vita. Du bist 1991 promoviert worden mit Summa Cum Laude an der Universität Hamburg zum Thema Atomwaffensperrvertrag. Und danach bist du von 1992 bis 2021 Politiklehrer an einer Hamburger Gewerbeschule gewesen in Teilzeit, damit du dem folgen kannst, was du als deine Berufung ansiehst, zum Beispiel Bücher zu schreiben. Mhm. Und da hast du wirklich sehr, sehr viele geschrieben, fast jedes Jahr, glaube ich, fast eins. Unter anderem zu Atomwaffenpolitik Deutschlands, zur Goldhagen-Debatte und zum Kosovo-Krieg. Und ab 2001 hast du dich dann der Analyse des Nahostkonflikts und den Themen Antisemitismus und Islamismus zugewandt. Dein Buch Dschihad und Judenhass wurde in 5 Sprachen übersetzt und führte dich zu Vorträgen zu diesem Thema an amerikanische und israelische Universitäten. Warum hat sich dein Schwerpunkt, also ein Teil hast du jetzt schon beantwortet, von den innenpolitischen und innereuropäischen Themen auf Nahost verlagert? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen riesen Respekt vor dem Thema Nahost und mich nie rangetraut. Und dann kam 9/11, auch mit der Begründung, weil Israel und von den USA unterstützt wird, muss dieser Anschlag stattfinden. Also da war man ganz klar involviert. Wenn man sich den Anschlag von 9/11 erklären wollte, musste man sich doch mit der Geschichte des Nahen Ostens beschäftigen. Und dann, das war für mich der Anlass, mich gründlich zu informieren über den Nahen Osten. Und das habe ich nicht gemacht, indem ich Sekundärliteratur gelesen habe, weil ich da misstrauisch war. Jedes Buch hat seine Tendenz. Und man muss eigentlich als Politikwissenschaftler in der Lage sein, die jeweiligen Tendenzen zu erfassen, um damit kritisch umgehen zu können. Also habe ich mich bezogen auf die Originaldokumente, Archiv der Gegenwart und andere Dokumente dieser Art, die ich gelesen habe, um erstmal eine ganz eigene Meinung mir zu erarbeiten über den Nahostkonflikt und dann in der Lage zu sein, die anderen Sekundärliteraturbeiträge zu beurteilen auch. Und so kam es, dass ich dann in diesem Zusammenhang diese Aufarbeitung der Geschichte des Nahen Ostens für mich persönlich gemacht habe. Das war ganz interessant. Ich hatte mit der Staatsbibliothek in Hamburg eine Vereinbarung, dass ich ein halbes Jahr Bücher ausleihen konnte. Aber ich musste Bücher zurückgeben, wenn sie von anderen verlangt werden. Und ich hatte bei mir auf dem Schreibtisch 40 Bücher über die Moslembruderschaft. Und in dem ganzen Jahr 2001 wollte keiner eins dieser Bücher haben. Das heißt, es hat sich auch wirklich niemand für die Ursachen des Attentats von 9/11 interessiert. Also das ist so eine Merkwürdigkeit, die mich dann doch dazu veranlasst hat, Dschihad und Judenhass zu schreiben. Wobei ich da am Anfang nicht wusste, ob ich das überhaupt veröffentlichen sollte. Warum? Weil ich kein Islamwissenschaftler war. Ich fühlte mich eigentlich überfordert von der Thematik und habe dann erst Kollegen gefragt, ob sie meinen, dass sich das lohnt zu veröffentlichen, und die haben mir dann zugesagt. Naja, du bist im Grunde genommen jemand, der das dann selbst erarbeitet hat. Also ob das jetzt ein Titel sein muss, ja, ist ja nicht unbedingt nötig. Also du bist halt Wissenschaftler.
Ja, natürlich. Und dann kannst du auch was anderes erforschen als nur das, was du schon hattest. Aber 2008, das finde ich jetzt wieder spannend, hast du einen Diskussionsbeitrag geliefert zum Zentrum für Antisemitismusforschung. Der Titel lautet das Zentrum für Antisemitismusforschung auf Abwägen. Das ist ja hier in Berlin und wurde von Professor Wolfgang Benz geleitet. Ich habe damals mal da studiert, aber lange vorher, in den 80er Jahren. Da war er noch nicht der Leiter. Da sah die Sache auch noch anders aus, was an dem Institut gemacht wurde. Diese Kontroverse ging darum, dass gleichzeitig Judenfeindschaft und Muslimfeindschaft auf eine Stufe gestellt wurden. Ja. Ich war wie du darüber irritiert, über diesen Vorgang. Und ich wollte gern wissen, worin bestand genau deine Kritik? Oh, das waren verschiedene Punkte. Also erstmal war ich nicht der Auffassung, dass man das auf eine Stufe stellen kann. Also dass Rassismus und Antisemitismus auf einer Ebene behandelt werden können. Und man kann das natürlich ganz klar, also haben Jüdinnen oder Juden jemals Verbrechen begangen wie radikalisierte Islamisten? Das war nicht der Fall. Und es war, ich habe nichts gegen den Vergleich gehabt, aber es war eine Gleichsetzung. Also es war wörtlich von Herrn Benz so formuliert worden, das eine gleicht dem anderen. Und das ist eine wahnsinnige Unterschätzung dessen, was der Inhalt von Antisemitismus ist. Also damals hatte Wolfgang Benz auch noch die These vertreten, dass Antisemitismus ein Vorurteil sei. Und das ist aber weit, weitaus mehr als ein Vorurteil. Es ist eine geschlossene Weltanschauung. Besonders der Erlösungsantisemitismus, der in den Holocaust hervorgebracht hat. Das ist eine geschlossene Weltanschauung und das wurde ignoriert. Ja, das war ein bisschen schade. Ich habe einen Aufsatz geschrieben, der das im Einzelnen darlegt, aber dieser Aufsatz wurde nicht gewürdigt, sondern als, ja, als Angriff. Als Angriff betrachtet, als Angriff, den man zurückschlagen muss. Und das wurde auch so praktiziert. Also es war keine gute Erfahrung insgesamt. Aber das Zentrum für Antisemitismusforschung hat sich seitdem immer weiter auf Abwegen befunden und ist jetzt da gelandet, wo eben auch leider die Leiterin, Schüler Springorum, also hintendiert hatte in dem Anti-Israelismus und in dem Versuch, den Holocaust nicht zu diskutieren im Zusammenhang mit den Massakern vom 7. Oktober 2023. Also diese Erklärung, die von einigen wichtigen Holocaust-Forschern leider unterschrieben worden ist, die ist noch gar nicht wirklich hier behandelt worden, aber darauf muss man antworten. Also das ist tatsächlich auch eine interessante Entwicklung, weil ich habe noch den Gründer des Zentrums kennengelernt, Herrn Professor Strauß. Ja. Und ich habe auch mal mit Juliane, wie heißt sie? Wetzel. Wetzel gesprochen darüber, dass ganz sicher das, was heute dort stattfindet, nicht der Anlass war, für ihn dieses Zentrum zu gründen. Da hat sie mir widersprochen, aber es ist ein staatlich gefördertes Institut, ein Teil der Universität, der Technischen Universität. Ja. Und ich denke, die Entgegnung sollte wirklich so ausfallen, dass darüber nachgedacht wird, ob das Zentrum sein Renommee behält. Das ist ja in vielen Gremien vertreten, in der Bundesregierung eben auch als Experten in verschiedenen Antisemitismus-Gremien. Da wollte ich dich auch fragen, du hast ja auch die Wissenschaftlervereinigung Scholars for Peace in the Middle East mitgegründet. Und dann bist du eben auch in vielen Expertengremien. Hast du das Gefühl, man kann da als Einzelner oder als Vertreter dieser also ein bisschen blumigen Vereinigung wirklich was erreichen? Oder bist du mehr oder weniger ein Feigenblatt, wenn du da auftrittst? In welchem Expertengremium bin ich denn? Ich habe gedacht, du wärst tatsächlich in einem der Beratungsgremien für die Bundesregierung. Nein, mich spricht da keiner an. Schade. Okay, das ist jetzt der Vorschlag bei MenaWatch. Wir wollen bitte Herrn Dr. Künzel in einem Gremium der Bundesregierung zum Thema Antisemitismus und Israelhass gerne. Ich würde das sehen. Nicht ablehnen. Aber, ich würde das auch nicht ablehnen. Aber ich werde nicht gefragt. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Im Ausland werde ich mehr gefragt als im Inland. Okay.
Aber hat das Gremium Scholars for Peace in the Middle East irgendwo Einfluss? Es ist ja inzwischen in Deutschland aufgelöst. Und okay, wusste ich gar nicht. Es hat keinen Einfluss. Also wir haben ein bisschen Einfluss genommen. Zum Beispiel haben wir damals einen offenen Brief geschrieben, als es um die Nachfolge von Wolfgang Benz beim Zentrum für Antisemitismusforschung ging. Mhm. Und wir haben den zuständigen Senator in Berlin kritisiert dafür, dass keine internationale Ausschreibung stattfand für die Nachfolge. Mhm. Das ist unglaublich. Mhm. Es gab eine einzige Anzeige in der Zeit, dass ein neuer Leiter des Zentrums gesucht wird. Das war alles, nur in deutscher Sprache, nicht mal auf Englisch. Mhm. Ja, und das haben wir kritisiert. Und dann bekamen wir einen abwiegelnden Brief zurück, dass das also schon seine Richtigkeit habe und dass die Experten schon Bescheid wissen, wo man sich umschauen muss. Aber das war abgekartet. Ja. Ne, das war damals also mit der Frau Königseder als Nachfolgerin von Benz relativ klar abgekartet. Und durch meine Intervention ist dann rausgekommen, dass Frau Königseder gar nicht qualifiziert ist für diesen Posten und sie konnte nicht mehr weiter kandidieren. Also das liegt schon an mir und meiner Recherche damals, dass es sich so entwickelt hat. Und ich glaube, Frau Königseder ist mir sehr böse deswegen. Und wer jetzt kam, also das war schon sehr interessant, dieser Prozess der Auswahl eines Nachfolgers für Professor Benz. Ich war dabei, als die 5 Kandidaten, die dann eingeladen worden sind, vorgesungen haben, also ihre kleinen Referate halten mussten. Und es war so, dass wichtige Kandidaten, zum Beispiel Samuel Salzborn oder Lars Renzmann, die kandidiert hatten, gar nicht eingeladen worden sind. Also die wollte man gar nicht hören. Und der beste von den 5, die man hören konnte, war Herr Longerich, der Holocaust-Forscher. Und der hatte einen glänzenden Beitrag gehalten. Und es war völlig klar, dass er eigentlich der befähigste Vertreter für die Leitung des Zentrums für Antisemitismusforschung sein könnte. Aber er wurde abgelehnt von der Berufungskommission. Und wir haben hinterher ein Gespräch geführt darüber, warum er wohl abgelehnt wurde. Und das eine war, dass man am Zentrum für Antisemitismusforschung nicht diesen Schwerpunkt auf Holocaust legen wollte, was ich verkehrt finde. Ich meine, das Zentrum muss sich auch mit dem Holocaust befassen. Und der zweite Grund ist noch interessanter. Er meinte, es gäbe in Deutschland keine Culture of the Best. Also man will nicht die Besten haben, man will Leute haben, die jedenfalls nicht besser sind als die Mitglieder der Kommission, die für die Berufung zuständig ist. Ja, in diese Richtung steuert Deutschland insgesamt. So kann man, ich glaube auch, das ist also ja. ein Einblick in die Wissenschaftsdoktrin in Deutschland. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Der Herr Salzborn war ja dann ein Jahr lang dort tätig. Ja. Aber ist inzwischen auch wieder weggelobt worden und ist jetzt der Antisemitismusbeauftragte in Berlin geworden. Ja. Also er war irgendwie noch so ein Zipfelchen Hoffnung für mich. Ja. Dass ich dachte, da geht's ja doch mal wieder in die richtige Richtung. Aber dann wurde das wieder abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, warum er gegangen ist oder gegangen wurde, keine Ahnung. Aber ich denke, er hätte dem Zentrum sehr genützt das in seiner. Kann ich mir vorstellen. Und er hatte vorher ja schon an der Universität in Göttingen gute Arbeit gemacht und wurde da abgesägt. Genau. Also mit unglaublichen Begründungen. Ich glaube, man darf nicht zu pro-jüdisch sein. Das ist das Problem. Das kann das Problem sein, ja. Oder in einer bestimmten Weise nicht pro-jüdisch sein. Genau. Also kommen wir nochmal zurück zu der Problematik des 7. Oktober. Du sagst, dass das eine Zäsur war. Dieser Überfall der Hamas auf Israel und das brutale Vorgehen, das bestialische Massaker, bedeutet eine Zäsur. Kannst du noch mal erklären, in welche Richtung diese Zäsur geht? Na, das ist eine doppelte Zäsur. Das eine ist, es ist wirklich ein Einschnitt in der Geschichte des Antisemitismus. Also weil so etwas wirklich seit dem Holocaust nicht mehr vorgekommen ist, dass der eliminatorische Antisemitismus
den wir auf die Vergangenheit geschoben haben, sich in der Gegenwart realisiert und diese Art von Grausamkeit gegenüber Jüdinnen und Juden angerichtet wird. Und das andere ist eben eine Zäsur im Nahen Osten, in der Geschichte des Nahen Ostens. Also da wird nichts mehr so sein wie vorher. Und jetzt kann man nur hoffen, dass die israelischen Streitkräfte ihr Ziel erreichen im Gaza. Und es wird aber ein anderer Nahe Osten sein, nach diesem furchtbaren Einschnitt. Kann denn da die Zwei-Staaten-Lösung noch funktionieren? Die Zwei-Staaten-Lösung kann überhaupt nicht funktionieren, solange der Antisemitismus in dieser Region so massiv vorhanden ist. Es gab 2014 die große globale Umfrage der Anti-Defamation League, die festgestellt hatte, dass in Gaza und in Westjordanland der Anteil derer, die also für antisemitische Aussagen gestimmt haben, bei über 90% liegen. Ja, und solange über 90% wollen, dass Israel verschwindet, wie soll es da eine Zwei-Staaten-Lösung geben können, die in Frieden nebeneinander agieren? Das ist ausgeschlossen. Das heißt, es müsste erstmal eine sehr umfangreiche Re-Education passieren, bevor man diesen Schritt riskieren kann aus israelischer Sicht. Und es gab die hoffnungsvollen Ansätze im Kontext der Abraham Accords, also auch aufzuarbeiten die Geschichte des Nahen Ostens. Es gab Aufsätze und Kommentare in saudischen Zeitungen, in denen davon die Rede war, dass der Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, und die Nazis mit dafür gesorgt hätten, dass die Araber in Palästina diese Niederlagen erlitten, nach und nach. Das heißt, es war der Beginn einer gewissen Aufarbeitung der Nahostpolitik der letzten 80 Jahre. Aber das ist jetzt im Moment ja auch zerstört. Also es war leider ein Erfolg der Hamas. Ne, sie haben erfolgreich dieses kleine Morgendämmern der Hoffnung, was man da also glaubte entdecken zu können, ja, das haben sie zerschlagen mit ihrem Angriff. Und man muss abwarten, ob sich das wieder erneuern kann oder nicht. Das wissen wir im Moment noch nicht. Also viele Auswirkungen vom 7. Oktober sind derzeit noch gar nicht vorauszusehen. Ich denke, das war auch eines der Ziele, das Sie erreichen wollten. Und das erklärtermaßen. Das haben Sie genauso begründet auch, dass Sie diesen Prozess stoppen wollten. Und es war immer schon so, dass Sie jede Form der Zusammenarbeit mit Israel oder der Normalisierung verhindern wollen. Also Sie wollen nicht, dass es den Arabern in Palästina gut geht. Sie wollen, dass es ihnen schlecht geht, damit sie weiter kämpfen gegen Israel, weil das ihr Ziel ist, Israel zu vernichten. Genau. Dazu gibt es ja von dir jetzt ein Buch, das die Hintergründe dieser heute aktuellen Situation auch auflistet. Dazu hast du 5 Punkte entwickelt. Das Buch heißt Nazis und der Nahe Osten und setzt von der Geschichte 1937 an. Kannst du diese 5 Punkte kurz erläutern? Also 37 war insofern eine entscheidende Zäsur, als sich Nazi-Deutschland damals begann zu engagieren. Also der Mufti von Jerusalem, der wollte schon ab 33 mit den Nazis zusammenarbeiten. Die Nazis hatten aber dankend abgelehnt, vorläufig, weil sie sagten, die Region, die ist von den Briten und Italienern beherrscht, da wollen wir uns noch nicht einmischen. Aber dann sollte ein jüdischer Teilstaat geschaffen werden. Das war der Vorschlag des Peel-Plans von Großbritannien. 20% Palästinas sollte an die Juden gehen, 60% an die Araber. Und dieser Peel-Plan, der hat dann in Berlin Alarm ausgelöst. Wenn man einen jüdischen kleinen Staat hätte, wäre das eine Art Vatikan, wurde gesagt. Und das dürfte man nicht zulassen. Wir müssen also die Araber mobilisieren gegen die Juden, damit dieser Zwei-Staaten-Plan kaputt gehauen wird. Und insofern war das eine wichtige Intervention, als es bis dahin in Palästina noch die verschiedenen Möglichkeiten gab.
Also es gab die Möglichkeit einer friedlichen Regelung. Es gab Kräfte, die Nashashibi-Familie zum Beispiel, die für die Zwei-Staaten-Lösung waren. Da konnte man noch vernünftig drüber diskutieren. Es war noch nicht die unversöhnliche Feindschaft zwischen verschiedenen Lagern. Aber in dem Moment, in dem die Nazis ihr volles Gewicht gelegt hatten auf die antisemitischen Kräfte, das waren die Moslembrüder aus Ägypten und das war der Mufti von Jerusalem. Das waren die beiden antisemitischen Kräfte in 1937. Da kippte sozusagen die Balance in Richtung Unversöhnlichkeit. Und der Mufti hat dafür gesorgt, da gibt es viele Dokumente, die ich auch in meinem Buch zitiere, dass wirklich mit Terrormethoden diejenigen verfolgt wurden, die also mit Juden zusammenleben wollten, die die Zwei-Staaten-Lösung akzeptabel fanden. Nicht unbedingt ganz toll, aber man sollte mal darüber reden. Aber die waren schon sozusagen mit einem Fuß im Grabe, weil der Mufti mit diesem Terror wirklich einschüchtern konnte. Und auch die Briten nicht die entscheidenden Schritte unternahmen, um den Mufti wirklich zu deportieren und auszuschalten als politische Kraft in dem Zusammenhang. Das war 37. Das andere war 1938, als die Nazi-Agenten in Ägypten mit den Moslembrüdern zusammengearbeitet hatten. Und ich konnte eine Quelle im National Archive in Großbritannien auftreiben, aus der klar hervorgeht, dass Joseph Goebbels nicht nur informiert war über diese Gespräche zwischen Nazi-Agenten und der Moslembruderschaft, sondern hoch erfreut war darüber, ja, dass er das richtig gut fand. Und diese Nazi-Agenten haben mit der Moslembruderschaft, die haben auch mit Hassan al-Banna, dem Führer der Moslembrüder, gesprochen und haben zum Beispiel einen Schulungsabend veranstaltet über die jüdische Frage. Oder sie haben ein Palästina-Treffen durchgeführt gemeinsam. Wir wissen nur sehr wenig über diese Zusammenarbeit bisher. Also ich hoffe, dass da nochmal aus arabischen Quellen mehr Informationen daraus hervorgehen. Wir wissen nur deswegen davon Bescheid, weil die Nazi-Agenten Ägypten am 30. August 1939 fluchtartig verlassen mussten, weil sie wussten, der Krieg beginnt, der Zweite Weltkrieg, und sie würden gefangen genommen werden. Und sie haben bei der fluchtartigen Verlassen ihrer Räume Zettel zurückgelassen, Notizzettel. Diese Zettel wurden gefunden und ausgewertet vom britischen Geheimdienst. Und das ist die Quelle, aus der hervorgeht, die Elemente von Zusammenarbeit zwischen Nazi-Agenten und Moslembruderschaft. Das ist eigentlich ein viel zu wichtiges Kapitel, darüber müsste eine ganze Doktorarbeit geschrieben werden, weil das einfach für die weitere Zukunft des Nahen Ostens eine ziemlich wesentliche Weichenstellung war. Ja, der dritte Punkt, das betrifft die Zeit zwischen 1939 und 1945. Das war die entscheidende Zeit, weil in der Zeit die Nazis von Berlin aus, genauer gesagt von Zesen, einem kleinen Ort südlich von Berlin, aus ihrer antisemitische Propaganda in die arabische Welt gesendet hatten über Radiowellen. Und das war also so, dass man jeden Abend vom Maghreb bis nach Saudi-Arabien diese deutschen Sendungen hören konnte, die eben gefüllt waren von antisemitischen Hetzbeiträgen, aber gleichzeitig so geschickt aufgemacht waren, dass man die Araber nicht als Araber ansprach, sondern als Muslime und die Religion zum Türöffner benutzte, um den Antisemitismus zu verbreiten. Die Nazis hatten nämlich die Erfahrung gemacht, dass ihr Rassismus in der islamischen Welt nicht gut ankam. Da gibt es Beschwerdebriefe, dass das Volk nicht weit genug sei, um die Rassentheorie zu begreifen und dergleichen mehr. Ja, und deswegen ist man umgeschaltet und hat auf Religion gesetzt und gesagt, ja, Mohammed hat die Juden in Medina vertrieben, Hitler vertreibt die Juden in Deutschland. Also ist Hitler eigentlich so eine Art neuer Mohammed, den man also jetzt verehren muss. Und diese Schiene, die war relativ erfolgreich. Also es gibt viele Berichte über die Begeisterung, die Radio Zesen bei Arabern ausgelöst hatte. Und das war eben das Mittel, um die nicht alphabetisierte Masse von Menschen zu erreichen. Und es war ein modernes Mittel, was also damals so eine Wirkung hatte, wie man sie heute bei den sozialen Medien sieht.
Also das kann man durchaus vergleichen. Und diese 5 Jahre, nee, diese 6 Jahre, 39 bis 45, konzentrierte Propaganda, die haben, das ist meine feste Überzeugung, das Judenbild im Nahen Osten sehr negativ verändert. Ja, und so dass man sagen kann, also dieses Dämonisieren zum Beispiel des Zionismus, was den Menschen eingebläut worden ist, das kam dann wieder zum Vorschein in meiner vierten Phase, nämlich zwischen 1945 und 1948. Da waren die Nazis besiegt worden, aber die Hasswellen von Radio Zesen wirkten weiter nach. Und das bedeutete also auch, dass man den Hass auf den Zionismus weiterentwickelte und dass es dann den arabischen Massen auf den Straßen, the Arab Street, gelang, die ihre Führer, ihre Staatenführer dazu zu veranlassen, Israel zu überfallen am Tag der Gründung Israels. Und diese Beeinflussung durch die Nazis ist bisher zu wenig beachtet worden. Und mein letzter Punkt, mein fünfter Punkt, war die Zeit anschließend, als dann über die Moslembrüderschaft wiederum der Gedanke der Auslöschung Israels in die iranische Szene getragen wurde und Ayatollah Khomeini in seinen frühen Jahren davon Wind bekam, sich sehr intensiv mit Moslembruder getroffen und ausgetauscht hat und dann seit 79 dann sozusagen übernommen hat die Verantwortung dafür, dass Israel ausgelöscht werden muss. Und in dieser Tradition dann natürlich die Hamas 88 ihre Charta veröffentlicht hatte, in der auch die Auslöschung Israels als oberstes Ziel angegeben wird. Also da ist eine gewisse Tradition, sodass man sagen kann, die Hamas versucht jetzt umzusetzen, was am Anfang das Ziel von Adolf Hitler war. Kann man sagen, dass diese Religion, der Islam, das wird ja immer gesagt, es ist nicht die Religion, sondern es sind die Islamisten. Aber man muss ja doch feststellen, dass in islamischen Ländern eine gewisse Rückwärtsgewandtheit herrscht, wenn es sehr religiös ist. Also die nicht vorhandene Trennung von Staat und Religion hat ja schon auch früher in europäischem Zusammenhang Fortschritt verunmöglicht. Aber heute ist es halt so, dass in den westlichen Ländern die Aufklärung stattgefunden hat. Siehst du da einen Unterschied zwischen den Religionen Islam und anderen? Und ist jetzt diese Entwicklung des Islam also dessen Verantwortung für bestimmte politische Entscheidungen dem Westen einfach nicht so präsent? Denn ich wundere mich manchmal, in welcher Form auf dieses Problem der muslimischen Communities reagiert wird oder nicht reagiert wird. Ja, man will es nicht sehen, das genau. Problem. Man will es nicht sehen, man macht sich was vor. Wobei die Aufgabe wirklich gigantisch ist, weil der Islam eben eine Weltreligion ist. Und ob er sich unterscheidet von anderen Religionen, ja, natürlich unterscheidet er sich. Und ich meine, ein wesentlicher Punkt der Unterscheidung ist der, dass man im Islam davon ausgeht, dass bereits Noah und Moses und Abraham Muslime waren. Ja, also man geht davon aus, dass das Buch Gottes, also der Koran, schon in Urzeiten bestand, aber die Juden als diejenigen Völker, die also dieses Buch zum ersten Mal in die Hand bekamen, es falsch verstanden hatten. Und dann kamen die Christen und haben es falsch verstanden. Und dann kam der letzte der Propheten, Mohammed, und hat es richtig verstanden. Also da wird schon eine Priorität gesetzt, da wird eine Hierarchie eingeführt. Also wonach eben also Juden und Christen eben einfach versagt haben. Und nur die Muslime Recht haben. Und diese Hierarchie, die ist im Islam sehr ausgeprägt. Also ich habe den Koran studiert und die Hälfte der Verse handelt von der Art und Weise, wie man mit den Ungläubigen umgehen soll und will oder muss. Aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Und das wird manchmal von denjenigen, die also aus dem rechtsradikalen Lager kommen, nicht wahrgenommen.
Es gibt im Islam, im Koran auch Verse, die pro-jüdisch sind. Es gibt Muslime, die durch die USA reisen, um klarzumachen, dass im Koran schon festgelegt wurde, dass die Juden Israel bekommen sollen. Ja, also das gibt es auch. Aber die antijüdischen Verse dominieren den Koran, was damit zusammenhängt, dass Mohammed eben verschiedene Phasen durchlaufen hat. Am Anfang war er eher pro-jüdisch, die Gebetsrichtung war Jerusalem. Er wollte mehr oder weniger die Tora ins Arabische übersetzen. Und dann haben die Juden in Medina aber sich geweigert, ihn als neuen Führer anzuerkennen. Und dann gab es so ähnlich wie später bei Luther den Umkehreffekt, dass aus Liebe Hass wurde. Und die Juden also von Medina teilweise vertrieben wurden oder teilweise eben einfach getötet wurden, also zu Hunderten. Und von daher kann man erklären, warum der Koran ein widersprüchliches Buch ist. Aber es reicht eben heutzutage nicht mehr aus, diese Widersprüchlichkeit anzuerkennen und zu sagen, wir interpretieren ihn eben so oder so, sondern man muss ausschließen, dass die Religion als Feigenblatt benutzt wird für Verbrechen, für Terror. Das bedeutet aber, dass man bestimmte Passagen des Korans interpretieren muss, neu interpretieren muss. Und diese Interpretationsleistung vermisse ich in der islamischen Weltgemeinschaft, diese Neuinterpretationsfähigkeit und Bereitschaft überhaupt. Also da reicht es nicht aus zu sagen, man kann ihn so oder so interpretieren und wir interpretieren ihn eben so. Und ISIS, also der islamische Staat, konnte sich bei allen seinen furchtbaren Verbrechen auf den Koran positiv beziehen. Da gibt es diese Verse, wo es dann heißt, reißt ihm die Köpfe ab, verbrennt sie und dergleichen. Ja, also man konnte sich auf den Koran beziehen und deswegen wurde auch leider bei einer Konferenz der Al-Azhar-Moschee in Kairo der islamische Staat nicht ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Muslime, sondern man hat gesagt, sie interpretieren das verkehrt, aber sie bleiben unter unserem großen Dach, in unserem großen Zelt als Muslime. Ja, also das ist das wurde es nicht auch bei der Oktober, jetzt am 7. Oktober? Ja, da gab es dann genau auch diese im Westen völlig untergegangene Konferenz in der Al-Azhar-Moschee, wo man gesagt hat, ja, das war ein berechtigter Widerstandsakt der Hamas. Also anstatt sich davon eindeutig zu distanzieren. Also von daher ist das Problem wesentlich größer, als dass es nur den islamistischen Zweig im Islam betrifft. Es betrifft den Islam insgesamt, der sich dazu äußern muss. Mir ist tatsächlich unklar, also warum es in unserer westlichen demokratischen Gesellschaft diese Erkenntnisse nicht gibt. Ich weiß, dass es viele Jahre darum ging, die arabische Welt nicht zu verärgern wegen der Ölvorkommen, wegen wirtschaftlicher Hintergründe. Das ist ja nun langsam im Zuge dessen, dass man sich auf erneuerbare Energien konzentrieren möchte, vielleicht obsolet. Mhm. Aber dieses etwas Romantische, was ich auch aus meiner Kindheit, ich habe Scheherazade gelesen und solche Dinge, aber dieses romantische Denken über den Islam oder über die islamische Gesellschaft, das ist ja scheinbar noch immer sehr, sehr tief verankert. Jedenfalls ist in den letzten Jahren trotz der Gefährdung durch Extremisten, das ist schon mal klar, also ich will jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, nein, aber davon auch nicht. Die ist nicht sichtbar. Und wenn man Leute wie Sie eben nicht einlädt und andere, die sich eben kritisch äußern, sofort in die rechte Ecke stellt, dann kann die Gesellschaft sich doch gar nicht wirklich darauf vorbereiten. Ja, das ist genau das Problem, warum ich so ein bisschen einsam da stehe mit meiner Kritik am islamischen Antisemitismus. Also man ist zwischen zwei Lagern. In der Linken gelte ich dann als antimuslimischer Rassist. Und in der Rechten bin ich derjenige, der den Islam nicht heilig spricht, aber doch verteidigt, weil ich eben sage, dass die Nazis dann einen gewissen Einfluss genommen hatten auf eine Entwicklungsrichtung, auch im Islam, und der Islam verschiedene Optionen offen hält. Das ist meine feste Überzeugung. Also, dass der Koran selbst nicht antisemitisch ist, sondern antijudaistisch, was ein großer Unterschied ist. Und dass also zum Beispiel die Abraham Accords gezeigt haben, dass man den Koran
auch anders interpretieren kann. Denn plötzlich, als die Hochphase der Abraham Accords für ein paar Monate da war, hatte man die Verse zitiert und gefunden, die pro-jüdisch waren im Koran. Das heißt, das ist ein Beweis für mich gewesen, dass der Koran nicht per se antisemitisch ausgelegt werden muss, sondern dass es darauf ankommt, wie man damit umgeht. Aber dann gelte ich natürlich innerhalb des rechten Lagers oder des rechtsradikalen Lagers als Verräter an der guten Sache, weil ich da irgendwas noch differenzieren möchte. Aber das halte ich für notwendig. Also ich sehe auch unsere Gesellschaft in eine Richtung sich entwickeln, die nicht förderlich ist, weil die Zugewanderten natürlich die Gesellschaft dann auch spalten. Einmal aus eigenem Impetus, weil jetzt wegen der Demonstrationen gegen Israel und pro-palästinensisch, wo ja auch immer pro-Hamas mitschwingt, die Akzeptanz der Zugewanderten aus diesem Milieu, die halt teilweise auch schon deutsche Pässe besitzen, ja, eben. Schwindet. Ja, ich kenne keine Statistik, die mal untersucht, wie viel Prozent der antisemitischen Kundgebungen, bei denen Arabern oder Muslime beteiligt waren, wie viel Prozent davon eingereist sind nach 2015 und wie viele schon länger hier in Deutschland sind. Also das würde mich auch sehr interessieren. Da müssen eigentlich systematische Studien mal angefertigt werden. Denn ich glaube schon, dass zum Beispiel der Einfluss von Erdogan auf die Situation der Diaspora der Türken unwahrscheinlich groß ist, weil ein Drittel der Türken in Deutschland eben auch nur türkische Quellen liest. Das hat man herausgefunden. Ja, mich würde viel mehr interessieren, wie das aussieht in der türkischen Diaspora. Also Erdogan ist ein Antisemit, das ist nochmal deutlich geworden nach dem 7. Oktober, als er die Hamas als Befreiungsbewegung bezeichnet hat, als Vorbild praktisch für die eigene Jugend. Und leider hat diese türkische Politik einen großen Einfluss auf die Deutsch-Türken, die bei uns im Lande leben. Und von daher glaube ich, dass es verfrüht ist, zu behaupten, dass die Eingewanderten, die den Hauptteil stellten der antisemitischen Demonstrationen der letzten Wochen. Also man muss das untersuchen. Ich hatte den Vorschlag mal gemacht beim Zentrum für Antisemitismusforschung vor wirklich 20 oder 30 Jahren. Also ja, es ist wirklich schon länger her. Aber damals wurde mir gesagt, man hätte für solche Forschung leider kein Geld. Und das ist, finde ich, auch einer der Gründe, warum ich dieses Zentrum nicht ganz ernst nehmen kann. Denn Antisemitismus ist ja nicht nur rückwärtsgewandt, sondern das findet jetzt statt. Natürlich. Und da geht es eben hauptsächlich darum, wie islamophob die Gesellschaft sich entwickeln würde angeblich. Ja. Das sehe ich sehr, es gibt sicherlich die Tendenz, die hat ihre Berechtigung. Also die Frage der nach dem Anti-Islam. Ja. Aber ich denke, man müsste auch den Antisemitismus am Zentrum für Antisemitismusforschung untersuchen. Was ich noch sagen wollte, ist, ich wünschte mir wirklich, man würde dich in ein Gremium berufen, in dem solche Hintergründe erfragt werden. Denn was ich so sehe, ist einfach auch die Auswahl der Islame, die an der Islamkonferenz teilnehmen, ist ja teilweise grotesk. Da sitzen ja Leute, die den Extremismus auch mit verschulden. Und deshalb wundere ich mich auch, wer da berät, also in der Bundesregierung. Ja, das stimmt. Ja, also letzte Frage. Ja. Warum ist der Iran heute so gefährlich? Du hast das mal in einem Vortrag erwähnt. Auch wenn dieser Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet wird, auch wenn die Hamas besiegt wird, sagst du, der Iran ist nicht nur immer noch gefährlich, sondern er wird immer gefährlicher. Na, erstmal muss man einräumen, dass der Iran und, wie man jetzt auch erlebt hatte, die Hamas intelligent sind. Also sie wissen genau, was sie vorhaben. Sie analysieren die Bedingungen ihrer Gegner und versuchen passgenau da reinzugrätschen, um möglichst viel
Unruhe und Ängste bei ihren Gegnern auszulösen und möglichst also viele Gewinne für sich selber einzuheimsen. Und das gilt natürlich auch für die iranische Führung, die eben revolutionserfahren ist und deswegen auch weiß, wie man Konterrevolutionen oder Gegner ausschaltet ihrer Interessen. Und es ist schon mal bemerkenswert, wie der Iran es geschafft hat, das System von Schattenarmeen aufzubauen. Also eine Schattenarmee in Jemen, eine Schattenarmee in Syrien, eine im Irak, eine im Libanon, die auf Israel losballern. Und Iran hat die Möglichkeit zu sagen, das wollen wir gar nicht. Obwohl es letztendlich zentral gelenkt, finanziert und ausgebildet wird. Also das ist schon mal eine ganz neuartige Art der Kriegsführung, die man so verteilt auf verschiedene Proxys, die dann und dann, wenn es den Iranern sinnvoll erscheint, eben losschlagen oder nicht losschlagen. Und bei Iran ist eben das Besondere, dass es keine Status Quo-Macht ist, sondern die Welt verändern will. Es ist wirklich eine revolutionäre Bewegung des Islamismus. Und sie wollen nicht Ruhe geben, bevor nicht die ganze Welt ihrem Islamismus unterworfen ist. Und deswegen kann man sich auch von einer Atombombe im Iran nicht eine Befriedigung erhoffen, sondern eine Aggressionsausweitung. Und diese Atombombe wäre erstmals in der Weltgeschichte eine Bombe, die von religiösen Fanatikern entwickelt und bedient würde. Und man weiß nicht, bei religiösen Fanatikern, die sagen, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, na, ob da noch die Politik der gegenseitigen Abschreckung funktionieren würde. Wenn man den Tod ersehnt als Märtyrertod, dann ist die Grundlage der gegenseitigen Abschreckung nicht mehr gegeben. Also von daher sehe ich da große Probleme auf uns zukommen, die noch viel größer sind als im Moment das Hamas-Problem. Und man muss sich vor Augen halten, dass es auch für Israelis eigentlich nicht akzeptabel ist, unter einem Atomschirm zu leben, der sozusagen veranlasst wird von Kräften, die Israel auslöschen wollen. Also man muss befürchten, dass da Menschen auswandern aus Israel und dass also wesentliche Stärkepunkte des jüdischen Staates wegkippen, wenn sich diese Atombombe tatsächlich realisieren lassen würde. Also von daher steht da noch ein großer Krieg bevor, um die Atombewaffnung Iran zu verhindern. Das ist meine Vermutung. Und das ist natürlich für Israel eine schwierige Situation, weil sie dabei auf die USA angewiesen sind, aber die USA ja auch tendenziell, falls Trump gewinnen sollte, sich immer mehr auf dem Rückzug befinden und sich nicht mehr um die Weltpolitik kümmern wollen. Also von daher kann ich keine besonders positive Zukunftsperspektive im Moment sehen, bevor nicht diese iranische Gefahr ausgeschaltet ist, wobei man als positives Moment sehen kann, dass das Regime in der eigenen Bevölkerung isoliert ist. Und das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass also auch die Bevölkerung jetzt auf Seiten Israels mehr stand als auf Seiten der Hamas. Aber diese Bevölkerung konnte sich mit dem letzten großen Aufstand der Frauen leider nicht durchsetzen und der Westen hat auch nicht besonders viel beigetragen, ihnen zu helfen. Schon zweimal. Auch die grüne Revolution, die vor dem arabischen Frühling stattfand, war ja im Grunde genommen der Versuch, gegen das Regime aufzustehen und da waren die ganz allein. 2009, ne? Grüne Revolution. Ja. Genau. Also das ist jetzt schade zum Ende, aber wir sind ja hier kein Phantasialand, sondern wir versuchen die Realität zu analysieren. Und ich hoffe, du irrst dich. Ja, ich hoffe das selber auch immer. Und ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Okay, ich danke für die Bereitschaft, mich zu hören. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Thank you.